Lieber Diederik, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe in diesem Europawahlkampf schon gesprochen in Frankreich und in Italien und in Lissabon, in Portugal und jetzt auch bei euch. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Zeichen, dass Europa so langsam beginnt, sich als normale gemeinsame Demokratie zu empfinden, bei der Parteifamilien auch über die Grenzen hinweg über Politik diskutieren. Das bedeutet nicht, dass in den unterschiedlichen Parteifamilien innerhalb der Sozialdemokraten oder bei den Konservativen oder bei den Liberalen sozusagen alle nationalen Unterschiede weg sind. Nein, nein, die gibt es natürlich auch. Und es gibt auch unterschiedliche Auffassungen manchmal. Aber ich finde es ganz gut, dass wir Schritt für Schritt aufhören, unseren Kontinent immer nur aus der nationalen Brille zu beobachten. Ich weiß nicht, wie bei euch in der Vergangenheit Europawahlen stattgefunden haben, aber in Deutschland waren sie ganz oft eher so eine nationale Wahl, bei der die, die in der Regierung waren, gesagt haben, guckt mal, wie toll wir national regieren. Und die, die in der Opposition waren, gesagt haben, guckt mal, wie schlecht die in Deutschland regieren. Europa hat eigentlich keine wirkliche Rolle gespielt. Und die Wahlplakate für Europa, die hätte man auch austauschen können. Da gab es keinen wirklichen Unterschied. Und das ist jetzt zum ersten Mal bei den Plakaten noch nicht so. Die sind auch in Deutschland sich zum Verwechseln ähnlich. Und trotzdem wird zum ersten Mal in unserem Land und ich glaube auch in anderen europäischen Ländern ein wirklicher Europawahlkampf geführt. Das hat zuallererst etwas damit zu tun, dass wir, man muss fast sagen, leider bei einem Thema erstmals in Europa eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit haben. Zum ersten Mal wird in Europa zum gleichen Zeitpunkt über das gleiche Thema gesprochen. Und das ist natürlich die weitere wirtschaftliche Entwicklung Europas, die Arbeitslosigkeit, das Thema Stabilität des Euros. Leider war es uns in früheren Jahrzehnten nie gelungen, ein gemeinsames Thema zu finden, über das ganz Europa redet, sondern jedes Land hat eigentlich über seine eigenen Themen geredet. Und dieses Mal ist es nun ausgerechnet noch ein schwieriges Thema, wo wir alle miteinander reden. Der zweite Grund, warum wir aber, glaube ich, auch eine veränderte Wahl haben, ist, dass zum ersten Mal die Parteifamilien Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für ganz Europa aufgestellt haben. Also, Jean-Claude Juncker tritt nicht nur für die luxemburgische konservative Partei an. Ehrlich gesagt tut er nicht mal das. Er kandidiert nämlich gar nicht zum Europäischen Parlament. Sondern er tritt für alle konservativen Parteien Europas als Spitzenkandidat an. Und die Konservativen sagen, wählt uns, dann wird Juncker Kommissionspräsident. Und wir Sozialdemokraten haben Martin Schulz aufgestellt. Übrigens, ich sage das mal in aller Offenheit, Deutschland hat in den letzten Jahren ja in Europa nicht nur einen guten Ruf entwickelt. Wir, das hast du ja eben gesagt, galten so ein bisschen als die Schulmeister, die mit Zwang andere dazu zwingen, bestimmte Politiken zu übernehmen. Und wir haben ein bisschen den Eindruck vermittelt, Europa sollte so ähnlich werden wie Deutschland. Ich bin ja nicht für ein deutsches Europa, sondern für ein europäisches Deutschland. Und deswegen ist es gar nicht so selbstverständlich, dass der deutsche Sozialdemokrat Martin Schulz von allen europäischen Parteien in Europa zum Spitzenkandidaten aufgestellt wurde. Es spricht übrigens für Martin Schulz und ist für uns Sozialdemokraten in Deutschland eine große Ehre. Die Grünen haben das gemacht, die Liberalen haben das gemacht. Alle haben Spitzenkandidaten aufgestellt und zum ersten Mal bekommt sozusagen diese Wahl bekommt Gesichter. Und auch deshalb ist es eine besondere Wahl. Im Vertrag von Lissabon steht jetzt auch drin, dass der nächste Präsident der Europäischen Kommission, also der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Herrn Barroso, im Parlament gewählt werden muss. Und die Staats- und Regierungschefs in Anführungsstrichen nur noch einen Vorschlag machen.
Naja, das finden die Staats- und Regierungschefs natürlich nicht so gut. Eigentlich möchten die den nächsten Chef der Kommission wieder im Hinterzimmer aushandeln. Weil normalerweise möchten Staats- und Regierungschefs selber stark sein und nicht einen starken Kommissionspräsidenten haben. Das sieht man am jetzigen. Und deswegen möchten die gerne den Versuch unternehmen, nach dem 25. Mai irgendwann jemanden hervorzuzaubern, der gar nicht kandidiert hat. Und ich glaube, dass man das nicht zulassen darf. Wir können nicht den Bürgerinnen und Bürgern Europas sagen, geht wählen, eure Stimme entscheidet am Ende darüber, wer der Präsident der Europäischen Kommission wird. Und hinterher wird es ein ganz anderer. Wer das macht, der zerstört das Vertrauen in die europäische Demokratie endgültig. Und deswegen muss man den Staats- und Regierungschefs sagen, Finger weg. Gewählt wird der, der im Parlament eine Mehrheit bekommt. Das ist überall in Demokratien so. Und das muss auch so werden im Europäischen Parlament. Und wir Sozialdemokraten hoffen natürlich, dass wir für Martin Schulz dort eine Mehrheit bekommen. Aber auch wenn er es nicht wird, dann wird das eben Herr Juncker. Aber es muss jemand werden, der im Parlament eine Mehrheit bekommt. Und das ist dann ein starker Kommissionspräsident. Und damit müssen Staats- und Regierungschefs leben. Das müssen sie zu Hause auch. Dass Parlamente ihnen vorgesetzt sind. Und jetzt wird es Zeit, dass das endlich auch im Europäischen Parlament so wird. Die Wahlen finden in schwieriger Zeit statt. Nicht nur in den Niederlanden, sondern überall in Europa ist die Wahlbeteiligung seit 1979, da hatten wir die erste Europawahl, gesunken. Wir finden in einer Zeit statt, in der die Eurokrise, die Finanzmarktkrise bei euch auch stark, eine Immobilienkrise, den ganz normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Rentnerinnen und Rentnern eine Menge zugemutet hat und immer noch zumutet. Gleichzeitig kommen die, die dafür verantwortlich sind, in Banken und an Finanzmärkten immer noch ungeschoren davon. Wir haben auch eine kleine Diskussion zwischen den Sozialdemokraten in den Niederlanden und uns in Deutschland, weil wir finden, es wird Zeit, dass nicht nur jeder Bäckermeister in Amsterdam und in Berlin Umsatzsteuer zahlt, sondern wir finden, es wird Zeit, dass das Leute auch tun müssen, die an den Finanzmärkten spekulieren. Und das Geld, das wir davon bekommen, das muss uns helfen, unsere Schulden zu senken und den Wachstum und den Arbeit in Europa zu investieren. Und ich stimme der Partei von der Arbeit zu, wenn sie sagt, wir wollen aber nicht die Pensionsfonds besteuern, da stimme ich zu. Aber alle anderen, finde ich, die spekuliert haben, Milliarden Gewinne gemacht haben, müssen jetzt auch beitragen, die Schulden abzubauen, die wir wegen ihnen haben machen müssen in der Finanzkrise. Das wird Zeit. Die Menschen empfinden die Europäische Union zu Recht als zu bürokratisch. Ich habe gelesen, dass die Sozialdemokraten hier in den Niederlanden dafür eintreten, dass man auch darüber diskutiert, was die EU-Kommission weniger machen soll, was wir zurückgeben in die Aufgaben der Länder, manchmal auch der Kommunen, der Regionen. Ich bin sehr dafür, dass wir das diskutieren, weil die Kommission beschäftigt sich mit Sachen, von denen ich sicher bin, mit denen sie sich nicht beschäftigen muss. Gleichzeitig übrigens versagt sie dort, wo sie in Zukunft gefordert ist, zum Beispiel in einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Also es gibt Dinge, da muss die EU mehr tun und es gibt Dinge, da muss die EU deutlich weniger tun. Also die Menschen sind, glaube ich, zu Recht kritisch gegenüber der Bürokratie. Und was wir auch erleben, dass die Ungleichheit in Europa wächst, obwohl wir uns ja eigentlich vorgenommen hatten, dass wir zusammenwachsen wollen. Ich denke, dass diese Kritik an der Europäischen Union durchaus berechtigt ist. Und sie führt leider dazu, zu zwei Folgen, gegen die wir, glaube ich, zusammen was tun müssen. Erstens, die Wahlbeteiligung nimmt ab und bei sozusagen einem Teil unserer Bevölkerung, die gehen weg und gehen wählen, aber sie wählen Anti-Europäer, rechte und linke Populisten. Und ich glaube, dass wir alle miteinander gut daran tun, die Kritik der Menschen an Europa ernst zu nehmen und darauf Antworten zu geben, aber gleichzeitig eben auch zu sagen, dass die Alternative nicht
sozusagen die Zerstörung des europäischen Gedankens ist, sondern eher, dass wir so etwas, wie Diederik, wie du das mal genannt hast, einen New Deal brauchen. Sozusagen, dass wir in Europa wieder dafür sorgen müssen, dass es einen neuen Antritt gibt. Es wäre eben falsch, jeden Kritiker der Europäischen Union gleich als Populisten oder Antieuropäer abzutun, das sind die Menschen, weiß Gott nicht. Denn die heutige EU gibt genug Grund für Kritik. Aber bei aller Kritik am heutigen Europa ist die Alternative dazu eben nicht der Rückfall in Nationalstaatlichkeit. Diese Antworten geben jetzt diejenigen, die sozusagen die Verärgerung und die Probleme der Europäischen Union nutzen wollen, um ihre alten nationalistischen und eigentlich inhumanen Propagandasprüche unter die Leute zu bringen. Übrigens, auch ein Land wie Deutschland hat überhaupt keine Chance, in Zukunft alleine in der Welt klarzukommen. Ich will vielleicht am Anfang mal sagen, was ich glaube, was wir viel stärker öffentlich debattieren müssen. Die Europäische Union ist entstanden aus den Erfahrungen zweier Weltkriege. Die deutsche Sozialdemokratie hat übrigens 1925 als Folge des Ersten Weltkriegs, 1925 ihr Heidelberger Programm beschlossen und darin die Vereinigten Staaten von Europa gefordert. Hätten wir es damals hingekriegt, vielleicht wäre uns der Zweite Weltkrieg erspart geblieben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja eine unglaubliche Tat, dass die Völker Europas, denen die Deutschen Mord und Totschlag angetan hatten, die Niederlande zum Beispiel, Italien, Frankreich, dass die auf einmal die Deutschen, also sozusagen die, die gerade erst noch über ganz Europa Verwüstung gebracht hatten, einluden, darüber nachzudenken und zu reden, wie man solches Völkermorden in Zukunft verhindert, und zwar nicht dadurch, dass man Deutschland zerschlägt und kaputt macht, sondern dass man an das Gute in Deutschland appelliert und sie an den Tisch der zivilisierten Völker bittet. Was muss das für ein Mut gewesen sein? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das damals in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien, in Italien besonders populär gewesen ist. Da wird es viele Menschen gegeben haben, die sagen, was, dieses Volk da? Das ist übrigens etwas, was ich den Deutschen ab und zu sage, wenn sie heute ein Teil unseres Landes hochmütig sagt, was haben wir da mit den Italienern und den Griechen und den Spaniern zu tun. Die haben uns damals an den Tisch der zivilisierten Völker zurückgebeten. Sie haben in Deutschland investiert. Und deswegen sage ich zu Hause, ist es heute unsere Pflicht, auch in Europa zu investieren. Deutschland ist nicht der Lastesel der Europäischen Union, sondern wir sind die Profiteure der Europäischen Union. Wir sind die Gewinner der Europäischen Union, übrigens auch ökonomisch. Man wird nicht Exportweltmeister, wenn man in Europa nichts exportiert. Und in Europa kann man nur dann exportieren, wenn es den Menschen so gut geht, dass sie sich deutsche Produkte kaufen und leisten können. Also wir sind die großen Gewinner. Ich gehöre zu der Generation, die im Frieden geboren wurde und vermutlich auch im Frieden sterben wird. Das ist die erste Generation in der tausendjährigen Geschichte Europas, die im Frieden geboren wird und im Frieden stirbt. Meine Eltern, ihre Großeltern, deren Eltern, deren Eltern. Sie alle haben immer Krieg kennengelernt, irgendwann, mindestens einen in ihrem Leben. Ich kenne das überhaupt nicht. Und ich finde, das muss man auch den jungen Leuten mal sagen. Meine älteste Tochter ist 25 Jahre. Wenn ich der sage, wir brauchen die Europäische Union, damit wir nie wieder mit Frankreich Krieg anfangen, dann guckt die mich komisch an. Und sagt, das hätte sie auch nicht vor. Sie wollte eigentlich nur ihren Freund in Paris besuchen. Das heißt, für junge Leute ist das selbstverständlich. In der tausendjährigen Geschichte Europas ist Frieden aber nicht selbstverständlich. Und dass er auch heute nicht selbstverständlich ist, das erleben wir gerade in der Ukraine und das erleben wir auch auf dem Balkan. Dort, wo die friedensstiftende Kraft der Europäischen Union nicht wirksam ist, da ist Frieden nichts Selbstverständliches. Und das müssen wir auch denen entgegenhalten, die heute mit ihren nationalistischen Parolen wiederkommen. Die wollen wieder ein Europa, wo man die Völker gegeneinander aufhetzen kann. Und das wollen wir nie wieder zulassen auf unserem Kontinent. Nie wieder. Und den Rechtspopulisten und Rechtsradikalen kann man noch etwas entgegenhalten. Das ist vielleicht etwas, was unsere Kinder mehr akzeptieren.
Als ich geboren wurde, gab es auf der Welt 2,5 Milliarden Menschen. Jetzt bin ich Mitte 50, fast Mitte 50. Jetzt sind wir über 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Wenn meine kleine Tochter, ich habe noch eine, die ist 2 Jahre alt, wenn die so alt ist wie ich, dann werden wir über 9 Milliarden Menschen auf der Welt sein. Aber nicht hier in Europa. Unsere Bevölkerung nimmt ab, aber China, Indien, Lateinamerika, deren Bevölkerung steigt. Noch haben wir 25% des Weltsozialprodukts in Europa, übrigens 50% der Weltsozialkosten. 25% der Werte werden in Europa geschaffen. Demnächst sinken wir auf unter 10%, unsere Bevölkerung übrigens auf unter 5. In 50 Jahren, in 30 Jahren, wird Europa an Bedeutung abgenommen haben und andere Teile der Welt werden zugenommen haben. Und dann gibt es für meine kleine Tochter gibt's nur 2 Möglichkeiten, wenn die so alt ist wie ich. Entweder Europa hat dann eine Stimme oder ihre Generation wird in der Welt keine Stimme haben. Denn der chinesische Ministerpräsident, der wird nicht 28 Staats- und Regierungschefs in Europa nacheinander anrufen und mal fragen, was wir so über die Welt denken. So, entweder Europa hat dann eine Stimme oder Europa hat in der Welt keine Stimme mehr. Und Europa hat was anzubieten für die Welt. Wir sind ja nicht nur eine ökonomische Zweckgemeinschaft. Wir haben eine Idee vom Zusammenleben der Menschen anzubieten. Die Idee hat was zu tun mit der Achtung der Menschenrechte, mit Demokratie und Freiheit, mit gleichen Chancen für alle Menschen, mit Gewaltverzicht, mit sozusagen eine Wohlstandsvorstellung, die alle mitnehmen, soll übrigens auch inzwischen Gott sei Dank was zu tun mit Umweltschutz und Klimaschutz. Das heißt, Europa hat schon was anzubieten für die Welt, aber keiner wird auf uns hören, wenn wir irgendwie mit 28, 30 Stimmen durcheinander reden in der Welt, sondern wir brauchen eine Stimme, sonst werden unsere Kinder, hier vorne sitzt ein junger Mann, ja, dich meine ich, ist immer schlecht, wenn man vorne sitzt, dann ist man irgendwann dran. Ist wie in der Schule. Die werden keine Stimme haben, wenn wir Europa jetzt vor die Hunde gehen lassen und das muss man diesen Populisten und rechts und links in Europa entgegenhalten. Ich meine, hier in den Niederlanden, Geert Wilders, seine Ausfälle haben ja sozusagen europaweit Schlagzeilen gemacht. Aber in Frankreich Marie Le Pen und die Nationale Front drohen, die stärkste Partei in Frankreich zu werden bei der Europawahl. In Ungarn die Jobbik, eine rechtsextreme Partei, könnte die zweitstärkste Kraft in Ungarn werden und auch der Premier dort und seine Partei sind ja nahe dran, sich von den europäischen Werten mit ihrer Regierungspolitik zu verabschieden. Und auch in Schweden, in Finnland, in Großbritannien, in etlichen anderen Ländern gibt es rechte und populistische Parteien, die inzwischen sozusagen die Kritik an Europa nutzen, um selber Zustimmung zu erwerben. Auch bei uns in Deutschland, die Alternative für Deutschland, übrigens, wenn man das liest, was in Deutschland die AfD sagt, dann kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, da sind ganz viele Professoren drin. Daran merkt man, dass eine akademische Ausbildung, ehrlich gesagt, noch nicht viel aussagt. Das ist in Deutschland die ungebildetste Partei unseres Landes. Das kann man bei denen wirklich sagen. Die rechtfertigen sozusagen Putins Aggression gegen die Ukraine mit klassisch-völkischen Ideen, die, wenn man die einführt in Europa, als nächstes Deutschland wieder losgeht und sozusagen die ehemaligen Ostgebiete wieder haben will. Wäre so ein Quatsch aus Deutschland heraus. Und das Schlimme ist, die wissen nicht mal, was sie sagen. Und deswegen sage ich, es ist die ungebildetste Partei, die Deutschland zu bieten hat. Aber auch sie sind sozusagen in den Umfragen in der Lage, ins Europäische Parlament einzuziehen. Ich glaube, all diesen Teilen der Politik und den Menschen, die irgendwie Sorgen haben vor dem, was in Europa passiert, finde ich, müssen wir unser Bild von Europa entgegenhalten. Und das ist nicht das Bild mehr Europa einfach, sondern das ist das Bild eines, glaube ich, anderen Europa, eines besseren Europa, als wir heute haben. Wir, finde ich, können uns zur Unvollkommenheit der Europäischen Union durchaus bekennen. Natürlich ist sie unvollkommen. Übrigens, alles, was Menschen machen, ist unvollkommen. Aber wir können die Europäische Union eben auch besser machen, fairer, gerechter, sozialer, ökologischer und auch erfolgreicher. Wenn kleine und mittlere Unternehmen wieder an Kredite kommen, dann haben wir die ökonomische Krise Europas überstanden, nicht dann, wenn sozusagen die Finanzmärkte wieder Milliarden verdienen und die Banken
denkbare Risiken weiterhin auf die Allgemeinheit abwälzen können. Wenn junge Menschen wieder Jobs bekommen, ich finde übrigens 50% Arbeitslosigkeit in allen Teilen Europas, das ist die größte Schande der Europäischen Union, die wir bisher erlebt haben. Eine ganze Generation, sozusagen ohne Perspektive zu lassen. Und wenn Rentner nicht mehr um ihre hart erarbeitete Rente bangen müssen, dann sind wir dabei, wirklich wieder Vertrauen in Europa zurückzugewinnen. Und erst dann kann man übrigens sagen, dass die Krise überwunden ist. Dazu gehört vor allen Dingen natürlich eine Politik, die wieder darauf setzt, dass wir in Europa Wachstum erzeugen und Arbeit schaffen. Nachhaltiges Wachstum und nachhaltige Beschäftigung. Europa ist nicht dann wieder in Ordnung, wenn Banken wieder nach Lust und Laune spekulieren können oder Banker und Topmanager wieder hohe Boni und Gehälter bekommen. Also nicht, wenn das Casino wieder eröffnet ist, ist Europa in Ordnung, sondern Europa ist in Ordnung, wenn wir wieder Wachstum und Beschäftigung erzeugen. Als Sozialdemokraten in Deutschland, den Niederlanden und in ganz Europa sagen wir deshalb, wir müssen jetzt vor allem die wirtschaftliche und soziale Krise Europas anpacken. Wachstum durch Investitionen und Innovationen, Arbeitsplätze, Investitionen in Bildung und Ausbildung, das sind die Themen, um die es jetzt in den nächsten Jahren in Europa gehen muss. Das heißt übrigens nicht, dass wir auf solide Finanzen verzichten müssen oder können. Haushaltskonsolidierung, solide Haushalte ist unverzichtbar, denn Schulden sind nur für die gut, die Geld haben, Geld dem Staat zu leihen. Also es ist kein sozialdemokratisches Ziel, Schulden zu machen, sondern an den Schulden, die ein Staat macht, verdienen immer die, die genug Geld haben, dem Geld Staat zu zahlen. Die kriegen nämlich die Zinsen. Und bezahlen tun die Zinsen die Arbeitnehmer mit ihren Steuergeldern. Also Schulden machen ist kein sozialdemokratisches Ziel, kann man in der SPD in Deutschland gar nicht oft genug sagen. Bei euch ist das bestimmt längst bekannt. Schuldenabbau ist im Übrigen auch keine reine konservative oder liberale Tugend. Und das übrigens, finde ich, sieht man auch an eurem Finanzminister, der, wie ich finde, keinen einfachen, aber einen sehr mutigen Weg geht. Worin wir uns allerdings von den Konservativen unterscheiden, ist der Weg zum Schuldenabbau. Die Konservativen glauben in Europa, eine reine Sparpolitik, eine reine Austeritätspolitik käme zum Ziel. Die Wahrheit ist, wer nur spart, wird erleben, dass sozusagen die Binnennachfrage noch weiter absinkt, die Arbeitslosigkeit steigt und am Ende auch die Schulden steigen. Und deswegen geht es um die Frage, wie kriegt man eigentlich beides hin? Und unter anderem dazu dient auch unsere Debatte über die Frage, was müssen wir eigentlich tun, damit wir auch ausreichend Geld für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung haben? Die Finanzmarktbesteuerung ist eine. Es gibt übrigens noch ein Thema, auch das ist zwischen den Deutschen und den Niederlanden ja nicht ganz einfach zu besprechen. Also, dass bei uns ein Mittelständler hohe Steuersätze zahlt, aber Apple 1% Steuern, Google 3 und Amazon 5% Steuern zahlen auf das, was sie in Deutschland verdienen, das finde ich ehrlich gesagt in Europa einen ziemlichen Skandal. Ich bin nicht dafür, dass wir in Europa gleiche Steuersätze haben, damit ich nicht falsch verstanden werde. Aber es kann nicht sein, dass wir einen derartigen Steuerdumping-Wettbewerb machen, dass, wenn die Irländer sich verspekuliert haben, Steuerzahler im Rest Europas für Irland unter anderem deshalb haften müssen, weil die nicht bereit sind, ihre Körperschaftssteuer wenigstens ein bisschen so zu erhöhen, dass sie auch ein paar eigene Einnahmen haben. Also wir können uns nicht die Unternehmen gegenseitig dadurch abwerben, dass wir für die Mittelständler, die nicht weg können, da machen wir hohe Steuern, und für große Konzerne machen wir Sonderlösungen. Und in meinem Land gehen auf diesem Weg jedes Jahr 150 Milliarden Euro verloren. Geld, das ich für Infrastruktur, für Bildung und für vieles andere gut gebrauchen könnte. Ich finde, wir müssen in Europa über die Frage reden, wie wir eine faire Besteuerung in allen Ländern ermöglichen. Nicht gleiche Steuersätze. Aber wenigstens die Frage, was wir besteuern, sollten wir miteinander klären. Wir können auch nicht auf der G20-Debatte, also einer weltweiten Diskussion, fordern, endlich müsse man die Wertschöpfung dort besteuern, wo sie entsteht. Aber in Europa machen wir genau das Gegenteil von dem, was wir in der Welt fordern. Auch das, finde ich, gehört zu einer Debatte in der Europäischen Union. Also, es gibt schon auch Möglichkeiten zu investieren. Es gibt auch ein paar Herausforderungen. Erste Herausforderung, wir müssen uns, wenn unsere Demografie so weitergeht, wie sie geht, und das ist nun mal so in Europa, gibt eine alte Regel, nicht geborene Mütter kriegen nicht geborene Kinder.
Also wenn Sie nachrechnen, stimmt. Ist so. Und bei uns gibt es schon eine ganze Menge, ich bin sozusagen letzte Generation Babyboomer, nicht jetzt vom Umfang, also von der Menge, die es von meiner Sorte gibt, nach mir kommt die Generation Pillenknick. Und deswegen ist Fachkräfte das wichtigste Thema für die weitere Entwicklung der nächsten Jahre. Wir haben dabei übrigens eine verhängnisvolle Tendenz in ganz Europa, auch bei uns in Deutschland inzwischen, zu einer immer stärkeren Akademisierung der Berufsausbildung. Wir unterschätzen, wie zum Beispiel für Industrie und verarbeitende Gewerbe und Handwerk die ganz klassische Berufsausbildung von großer Bedeutung ist. Also deswegen, wie qualifizieren wir und wen qualifizieren wir? Ich kenne die Zahlen jetzt nicht aus den Niederlanden, aber in Deutschland macht mehr als die Hälfte der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, also deren Eltern aus anderen Teilen der Welt kommt, nicht mal eine Berufsausbildung. Gleichzeitig jammern wir über Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen mehr Geld in frühe Förderung, in Ganztagsschulen, in die Qualifikation der jungen Leute investieren. Nicht zuallererst im Rest der Welt gucken, wen können wir einladen, zu uns zu kommen, um Fachkräfte zu haben, sondern die zu qualifizieren, die da sind. Das ist mal der erste Schritt, um den wir uns zu kümmern haben. Zweites Thema, natürlich die Investitionen in die Infrastruktur und in die Erneuerung unserer Ausrüstungsinvestitionen. Dazu will ich mal vielleicht ein paar Bemerkungen sagen zu der deutschen Debatte. Um das Jahr 2000 herum hat man meinem Land empfohlen, hört auf mit dieser Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe. Konzentriert euch auf Finanzmärkte, auf Internet, auf Dienstleistungen. Macht Forschung und Entwicklung, aber Produktion, das können die Chinesen viel billiger. Wir haben das damals nicht mitgemacht. Das ist einer der Gründe, warum wir heute eine relativ hohe Industriedichte haben. Deutschland hat es sozusagen als Zentrum seiner Wertschöpfung nach wie vor industrielle Produktion und verarbeitendes Gewerbe. Ja, wir haben auch ein paar ziemlich große Industrieunternehmen, aber die Masse des Industrieunternehmen sind mittelständische Unternehmen. Hochinnovativ, weltweit unterwegs, global aktiv. Der Rest Europas, auch die USA, diskutieren jetzt über Reindustrialisierung. Ich bin Gott froh darüber, dass wir in Deutschland darüber nicht reden müssen, sondern dass wir eher über sozusagen den Ausbau unserer industriellen Kapazitäten reden können. Das setzt aber zum Beispiel voraus, dass wir in Europa ein Problem lösen. Wenn in den 80er und 90er Jahren die Höhe der Arbeitskosten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit das Problem gemacht hat, in ganz Europa, in Niederlanden, bei uns, überall, dann ist es in Zukunft die Höhe der Energie- und Rohstoffkosten. Die Frage, wie teuer ist Energie in Europa, bestimmt ganz entscheidend über die Wettbewerbsfähigkeit ganz Europas. In den Vereinigten Staaten sind die Industriepreise halb so groß wie in Europa. Und niemand soll glauben, das läge daran, dass die dort fracken und unkonventionelles Gas erzeugen. Das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. In Wahrheit haben sie deshalb so niedrige Energiepreise, weil sie die Steuern und Abgaben, die wir in Europa auf Energie erhöhen, überhaupt nicht kennen. Wir haben in den 70er und 80er Jahren angefangen, Energie teurer zu machen, um einen Anreiz zu schaffen, Energie einzusparen. Wenn wir ehrlich sind, jedenfalls in Deutschland ist das so, sind Energiesteuern heute längst ein veritabler Bestandteil der Staatsfinanzierung. Und wir kommen in große Probleme. Ich mache mal ein Beispiel. In der Automobilindustrie versucht man, Autos leichter zu machen. Und deswegen fangen die an, mit Faserverbundwerkstoffen statt mit Metall zu arbeiten. Dafür braucht man relativ viel Energie. Was machten die Unternehmen, die das produzieren? Sie gehen gleich in die USA, produzieren das da und schicken das dann nach Europa. Eigentlich möchte ich, dass sie das hier produzieren und nicht von dort hierher schicken. Also wir werden in Europa zu reden haben über die Frage, wie wir im Energiesektor Wettbewerbsfähigkeit erreichen. Das ist nicht ganz einfach. Aber eine der großen Themen, die wir in Europa voranbringen müssen. Und, daraufhin hat Dietrich hingewiesen, wir müssen darüber reden, was eigentlich die Verschmelzung von klassischer Industrie mit digitaler Wertschöpfung für Folgen hat. Das, was man Industrie 4.0 nennt. 1.0 war die Dampfmaschine, 2.0 war das Fließband, 3.0 war sozusagen die Roboterisierung und 4.0 ist das Verschmelzen von digitaler Technik mit klassischer Industrie.
Ich mache mal ein schönes Beispiel, wie das aussieht. In Hannover gibt es die weltweit größte Informations- und Telekommunikationsmesse, die CeBIT. Die hat jetzt im Februar wieder ihre Pforten geöffnet. Und zum ersten Mal in der Geschichte der CeBIT hat die Eröffnungsrede kein Vertreter der Telekommunikationsindustrie gehalten, sondern der Chef von Volkswagen. Und hat darüber berichtet, dass in Zukunft Autos eigentlich nur rollende Gefäße für Telekommunikationsdienstleistungen werden. Die Frage ist nur, wer treibt eigentlich die Innovation in diesem Feld? Ist das Volkswagen oder ist das irgendwann Google? Es gibt noch eine Messe in Hannover, die findet ein paar Wochen später statt. Das ist die klassische Industriemesse. Ich möchte nicht in 10 Jahren dahin gehen und dann erleben, dass die Industriemesse vom Chef von Facebook eröffnet wird. Also, wer ist Treiber von Industrie 4.0? Sind wir das als Industriestaaten oder ist das das Silicon Valley in den Vereinigten Staaten? Das wird über unsere Wettbewerbsfähigkeit entscheiden. Wenn wir die Innovationstreiber in Europa sind, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann sind wir nur verlängerte Werkbank. Also darüber werden wir in Europa zu reden haben. Auf alle diese Fragen haben Rechtspopulisten, Linkspopulisten keine Antwort. Die beschäftigen sich überhaupt nicht damit, sondern deren Behauptung ist, wenn wir das jetzt alles wieder national machen, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Wenn wir den Gulden wieder einführen, die D-Mark, wenn wir keinen reinlassen ins Land. Schon auf die Frage, wem liefern wir eigentlich unsere Produkte und wer soll die eigentlich kaufen? Oder woher kommen eigentlich diese digitalen Entwicklungen? Überfordert vermutlich deren Horizont und wenn nicht, dann verschweigen sie es professionell. Ich glaube, dass wir Sozialdemokraten bei dieser Europawahl antreten müssen, um solche Fragestellungen zu stellen und gemeinsam zu beantworten. Und hier in den Niederlanden finde ich, lieber Diederik, dass ihr mit eurer Politik ja bereits die richtigen Schwerpunkte setzt, auch europapolitisch. Ihr seid hier die politische Kraft, die solide Finanzen mit Wachstum, Innovation und auch mit Jobs verbinden will. Wir Sozialdemokraten haben es nun mal so, Diederik, dass nicht immer sofort das zur Folge hat, dass wir gleich Wahlen gewinnen. Aber am Ende ist es in der Politik wichtig, das Richtige zu tun und nicht nur das zu sagen, was einem zu guten Umfragewerten verhilft. Denn die Menschen sind schnell enttäuscht, wenn man dann sozusagen hinterher nichts verändert. Also ich glaube, dass der Weg, den ihr einschlagt und auch der Weg, den Europa einschlagen muss, einer ist, der auf Wachstum, auf Beschäftigung und darüber übrigens auch wieder auf soziale Gerechtigkeit setzt. Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass es eine Chance auf ein besseres Europa gibt. Wir Sozialdemokraten stehen für einen New Deal in der Europäischen Union, für ein Europa, das für die Menschen da ist und deren Arbeitsplätze und nicht nur für Banken und Finanzmärkte. Übrigens, Europa muss natürlich auch mehr sein als ein Binnenmarkt. Jacques Delors, der große Kommissionspräsident, hat mal gesagt, niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Das stimmt. Wenn in Schweden das schwedische Parlament ein Gesetz macht und sagt, wir wollen das Sozialdumping verhindern in Europa und machen ein Gesetz, in dem steht, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, damit sich jeder da bewerben kann, aber die Qualität der Arbeit soll entscheiden und die Leistung und nicht die niedrige Lohnhöhe. Und dann der Europäische Gerichtshof dieses Gesetz aufhebt mit dem Hinweis darauf, dass er ein Verstoß gegen den Binnenmarkt, dann muss sich niemand aber wundern, dass schwedische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit der Europäischen Union nichts anfangen können. Und deswegen heißt das, wir müssen auch dafür sorgen, dass in Europa nicht nur sozusagen Regeln für die Unternehmen da sind, sondern auch Regeln für soziale Spielregeln und ökologische. Europa, das nicht elitär ist und nicht bürokratisch, sondern vielfältig, lernfähig und vor allen Dingen eins, demokratisch. Ich glaube, wir Sozialdemokraten müssen übrigens auch dafür sorgen, dass man in Europa wieder Visionen haben darf. Ich habe 2 Visionen, von denen mir diese ganzen Europa-Experten sagen, sei alles undenkbar. Und trotzdem finde ich, müssen wir das machen. Erstens, ich möchte, dass Europa sich wieder offensiv dazu bekennt, Friedensmacht zu sein. Und wir sagen, wir wollen auf unserem Kontinent weder Atomwaffen noch chemische Waffen haben. Die sollen raus aus unserem Kontinent. Und zweitens,
Und zweitens, ich verstehe nicht, wenn wir alle 28 Freunde sind in der Europäischen Union, wieso brauchen wir eigentlich 28 Mal ein Heer, 28 Mal eine Marine und 28 Mal eine Luftwaffe? Warum können wir gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik nicht gemeinsam organisieren? Das gibt es jetzt in so ganz kleinen Minischritten zurzeit. Pooling and Sharing heißt das. Aber ich finde, wir können viel mehr machen. Das Geld, das wir dabei sparen, können wir übrigens besser in Bildung einsetzen, als in 28 Heere, 28 Marinen und 28 Luftwaffen. Setzt übrigens für Deutschland etwas voraus, ich weiß nicht, wie das in den Niederlanden ist, dass das deutsche Parlament am Ende bereit ist zu sagen, über den Einsatz entscheidet dann Europa, nicht wir Deutschen alleine. Weil wenn die UN dazu aufruft, dass Europa irgendwo helfen soll, dann haben wir ja nicht mehr alle, jeder alles zur Verfügung, sondern dann muss man sich aufeinander verlassen können. Und wenn die Deutschen dann die Logistikkapazitäten haben, dann müssen sie sie zur Verfügung stellen. Also schwieriger Prozess, weiß ich. Und trotzdem finde ich, das muss doch möglich sein, wenn wir Friedensmacht bleiben wollen. Und ich finde es auch nicht erstrebenswert, dass Deutschland anstrebt, einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu haben, sondern ich finde eigentlich einen europäischen Sitz da viel interessanter. Also ein bisschen auch wieder ein paar Themen ansprechen, die über den Tag hinausreichen, bei denen die Menschen ein Gefühl dafür kriegen, was Europa für uns ist, was das eigentlich für uns bedeutet, nämlich dass Europa mehr ist als Gewinnmaximierung, sondern eigentlich das Gemeinwohl ganz oben hinstellt, dass Europa der kulturellen Vielfalt einen größeren Stellenwert gibt als Anpassung, dass wir Lebensqualität stellen über die Anhäufung von Reichtum und dass wir persönliche Entfaltung oder Entfaltung der Persönlichkeit wichtiger finden als Unterwerfung und nachhaltige Entwicklung wichtiger als Ausbeutung von Mensch und Natur und übrigens auch, dass wir die universellen Menschenrechte über das Recht des Stärkeren stellen und dass wir das auch gegenüber Herrn Putin durchsetzen müssen. Viel zu lange haben wir die große europäische Idee, ich glaube, die größte Idee der Zivilisation des 20. Jahrhunderts, die haben wir in die Hände der Bürokraten gegeben und heute verwechseln die Menschen die Bürokraten mit der Idee. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir die europäische Idee wieder aus den Fesseln der Bürokratie befreien, sie wieder sichtbar machen, wieder zeigen, um was es in Europa eigentlich geht, nämlich um ein ganz besonderes, eine ganz besondere Idee des Zusammenlebens, friedlich, erfolgreich, im Respekt voreinander, aber gemeinschaftlich auch der Überzeugung, dass wir der ganzen Welt etwas anzubieten haben. Also, es wird unterschiedliche politische Wege für die Zukunft Europas geben, politische Wege, die aber diese europäische Idee auf unterschiedliche Weise umsetzen wollen. Und dafür sollten die Demokraten in Europa kämpfen und sie sollten sich an einer Sache einig sein, den Antieuropäern und Populisten keinen Meter Raum zu geben auf unserem Kontinent. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.